Hallo ihr Lieben, heute zeige ich euch, wie man die Haven-Hosen näht. Haven gibt es für Kinder, ist ein Unisex-Schnitt für Ladies und für die Herren, also Mr. Haven gibt es auch. Haven ist eine fast zur Karotte neigende, schmale Sweathose oder auch Jerseyhose, kann man aus allen dehnbaren, nicht zu festen Materialien nähen. Heute bleibt euch mein Anblick erspart. Ich hatte eine Zahn-OP und habe jetzt einen ganz doofen Bluterguss im Gesicht. Das möchte ich euch nicht zumuten, deswegen bekommt ihr mich heute nicht zu sehen. Aber das braucht ihr ja letztendlich auch nicht. Wie man die Hose näht, kann ich euch auch so zeigen. Wir beginnen wie immer mit dem Zuschnitt, beziehungsweise ich zeige euch, was ich zugeschnitten habe. Zweimal gegen gleich die Hinterhose, also das hintere Hosenbein, dazu passend die Passe. Hier ganz wichtig, dass ihr euch die Passzeichen übertragt. Das ist natürlich überall wichtig, aber hier ist es sehr wichtig, damit ihr die Passe nicht aus Versehen so rum annäht. Denn sie gehört so rum. Ja? Die Passzeichen zeigen euch, wie rum ihr die Teile richtig zusammennäht. Dann habe ich zweimal, also auch gegen gleich die Vorderhose zugeschnitten. Hier schon mit Tascheneingriff. Ich zeige euch die Variante, die im E-Book auch als erstes gezeigt wird, mit der innenliegenden Tasche. Man kann natürlich auch eine einfache Tasche aufnähen. Dann müsst ihr darauf achten, dass ihr diesen Tascheneingriff nicht zuschneidet. Das heißt, ihr schneidet dann das Vorderhosenteil ohne Tascheneingriff zu. Ne? Und dafür dann nur den kleinen Taschenbeutel und den würde man dann eben hier aufnähen. Ja? Das zeige ich euch heute nicht. Ich zeige euch die innenliegende Tasche, wie gesagt. Gut. Vorderhosenbeine haben wir, Hinterhosenbeine und Passe haben wir. Kann ich erstmal zur Seite legen. Dann brauchen wir natürlich noch die vier Taschenteile für die innenliegende Tasche. Zweimal dieser kleine Taschenbeutel mit Eingriff und zweimal der größere ohne Eingriff. Also sind natürlich gleich groß, aber eben mit und ohne Eingriff. Dann habe ich schon die Bündchenstreifen vorbereitet. Das sind hier die Bündchenstreifen für die Tascheneingriffe. Da würde ich die Breite maximal 4 cm inklusive Nahtzugabe vorschlagen. Wer es schmaler mag, auch 3 cm. Dann wird es eben, wie gesagt, ein bisschen schmaler. Und dann habe ich hier noch die Bündchen für die Beine, für die Beinabschlüsse und das Saumbündchen oben für den Bauch. Habe ich auch schon mal zugeschnitten. Die Bündchenschnittteile sind bei meinen Schnitten immer nur als Vorschlag gedacht. Das heißt, ich an eurer Stelle würde so verfahren, das erstmal so zuschneiden und dann schauen, wie es letztendlich passt. Also kürzen oder schmaler machen, enger machen, geht halt im Zweifelsfall immer noch. Ja? Das heißt nur, verlasst euch nicht auf diese Angaben, denn letztendlich sind alle Bündchenstoffe sehr unterschiedlich dehnbar und sicherlich habt ihr auch schon eure Erfahrungen damit. Und manche haben eh schon, manche haben eh schon Mechanismen beziehungsweise, also viele von euch haben sicherlich schon Methoden, jetzt habe ich das richtige Wort, wie ihr eure Bündchen zuschneidet. Und die könnt ihr auch gerne so verwenden. Es ist eben nur als Anhaltspunkt gedacht für jemand, der jetzt gar keine Ahnung hat oder einfach keine Lust hat, das nachzumessen oder wie auch immer. Aber ich mache das auch immer so, dass ich es erstmal so zuschneide und dann am Ende, wenn ich die Hose soweit fertig genäht habe, nochmal schaue, ist es zu weit oder nicht. Ne? Zu schmal ist es selten, weil Bündchen ja doch immer noch sehr nachgibt. Aber eben manchmal kann es auch zu weit sein und dann könnt ihr das gerne noch kürzen. So, beginnen tun wir mit der Hinterhose und den dazugehörigen Passen. Dann lege ich mir das erstmal so hin. Die Passzeichen habe ich mir eingezeichnet und dann seht ihr, so ist es falsch. Ich weiß nicht, ob man sehen kann. Daran würde ich dann sofort erkennen, nee, so darf ich das nicht annehmen, das ist nicht richtig. Aber jetzt sehe ich gerade falsche Seite. Da wir das Ganze ja gleich rechts auf rechts nehmen wollen, muss ich das nochmal alles umdrehen. So, trotzdem bin ich jetzt gewiss, dass das passt.
Ich stecke die Teile jetzt rechts auf rechts zusammen, jeweils eine Passe auf ein Hinterhosenbein. Dazu gucke ich vorher nochmal, ob die Passzeichen aufeinandertreffen. Fixiere mir das eben mit Klammern oder Nadeln aufeinander. Ich nehme jetzt diese zwei Teile jeweils dann gleich aufeinander. Erwähnen möchte ich an dieser Stelle noch, dass es auch möglich ist, die Hosen mit einer Passe, die im Bruch zugeschnitten worden ist, zu nähen. Das mögen auch sehr viele sehr gerne. Der Schnitt ist jetzt so nicht ausgelegt, weil ich die Passe als zwei Einzelteile habe. Dennoch ist es möglich, dann müsste man die Hose in einer anderen Reihenfolge, als ich es euch jetzt zeige, nähen. Ich wollte es nur erwähnt haben, dass es geht. In dem Fall müsstet ihr die Passe halt wie gesagt im Bruch zu schneiden, das wäre dann hier, das wäre dann so ein Teil und dann würdet ihr als ersten Schritt hier diese Schrittnaht zusammennähen, dann die Passe, die ja dann ein Stück wäre, hinten dran nähen, dann die Schrittnaht der Vorderhose, also diese hier, wo nicht die Tascheneingriffe sind, aufeinander nähen und dann im letzten Schritt erst die Beine. Also es wäre etwas anders von der Reihenfolge. Ja? Da gibt es bestimmt auch schon Tutorials und Anleitungen kostenlos, die ihr mal googeln könnt. Ich wollte nur erwähnt haben, wie gesagt, dass es möglich ist. Dann kann man nämlich hier in die Naht auch eine schöne durchgängige Paspel einsetzen. Man kann auch so eine Paspel einsetzen, aber dann hat man eben zwei Teile und dann ist es immer schwierig, hier die Übergänge direkt aufeinander zu bekommen. Ne? Also wie gesagt, geht auch mit Passe im Bruch. Gut, ich nähe das jetzt mal eben aufeinander und dann zeige ich euch, wie es weitergeht. Bis gleich! Ja, jetzt habe ich die Passen angenäht. Wer möchte, kann die Nahtzugaben zu einer Seite klappen, also nach oben. Jetzt liegt sie oben, ne? Hier. Oder aber auch nach unten, das geht auch. Nur beide sollten zur Seite geklappt werden. Und dann hier knappkantig von rechts absteppen das Ganze. Ja, da sieht man auch, hier wird die Passe kleiner optisch und hier wird sie größer, je nachdem, wo du die Nahtzugabe hinklappst. Bisschen minimal halt, ne? Das kann jeder machen, wie er oder sie gerne möchte. Das werde ich auch gleich noch machen, aber das brauche ich euch nicht in dem Sinne zu zeigen. Das könnt ihr selbst. Dann zeige ich euch jetzt, wie es weitergeht. Jetzt kommen die Vorderhosenteile dran. Und da widmen wir uns zuerst den Tascheneingriffen. Da falte ich mein Bündchen der Länge nach, also mein Bündchenstreifen der Länge nach links auf links. Lass oben und unten immer ein bisschen überstehen. Und dehne mir das hier in der Rundung schon leicht. Jupp, bisschen rein. Dann habe ich es beim Annähen leichter. So, jetzt steht hier ein bisschen viel über, das macht nichts. Das kommt daher, dass ich das einfach immer großzügig zuschneide, damit ich nachher nicht zu wenig habe. Mit der anderen Seite mache ich das genauso. Und dann ist es am besten, wenn man das jetzt nicht mit der Overlock annäht, sondern mit der normalen Nähmaschine und zwar nur auf der Nahtzugabe, sodass diese Naht nachher wieder verschwindet, denn wir müssen da ja noch den Taschenbeutel anbringen. Wer jetzt schon Profi ist und sagt, nö, den Schritt will ich mir sparen, der kann auch gleich die kleinen Taschenbeutel drauflegen und das Ganze in einem Schritt zusammennähen. Dann geht es natürlich auch mit der Overlock, ja? Aber ich persönlich finde es genauer und gerade für Anfänger auch wesentlich besser, wenn man das in zwei einzelnen Schritten macht, dann ist es einfacher. So, aber so wird es nachher dann drauf genäht. Okay, dann mache ich das jetzt erstmal, nähe das hier auf der Nahtzugabe fest, also den Bündchenstreifen an den Tascheneingriffen an und dann sehen wir uns hier gleich wieder. Ja, so sieht das jetzt aus. Hier sieht man dann auch die Naht mit der Nähmaschine, eben knappkantig auf der Nahtzugabe. Da mir der Bündchenstreifen doch ein bisschen zu dick war, habe ich ihn ein bisschen überstehen lassen. Weil es ja, das ist jetzt eine 110, 116, der Tascheneingriff ist da nicht so riesig.
Muss man halt genau gucken. Da finde ich so breite Bündchenstreifen da nicht so schön. Ich habe jetzt auch gesehen, oh, da hätte ich doch noch mehr dehnen können in der Rundung, ne? Weil die Rundung nicht so groß ist. Aber gut, das passiert eben auch mir manchmal, dass ich da nicht, entweder nicht genug nachdenke und aufpasse, also vielleicht einfach abgelenkt bin oder ja, da vorher einfach nicht genügend drüber nachgedacht habe. Es ist jetzt kein Beinbruch. Es geht trotzdem, aber es ist halt nicht perfekt geworden, ne? Ich würde den Bündchenstreifen beim nächsten Mal noch etwas schmaler machen und hier in der Rundung einfach noch mehr dehnen beim Annähen. Ja gut, wie auch immer. Die Bündchen sollen ja zwischen den Taschenteilen liegen. Deswegen klappe ich die jetzt so ein bisschen so rum und lege die jeweiligen Taschenteile, also die kleinen Taschenbeutel darauf. Steck mir das hier fest. So, dabei muss man das dann auch ein bisschen dehnen, weil es ist ja auch schon gedehnt angenäht. Jetzt sieht man dann auch, dass es nachher dazwischen liegt, ne? Zwischen dem Vorderhosenteil und dem Taschenbeutel, das Bündchen. So wollen wir das haben. Okay. Das kann ich dann gleich mit der Overlock nähen, weil dadurch dann die erste Naht verdeckt wird, sofern ich dann eine Overlock habe. Für jemanden, der keine Overlock hat, gilt, dass auch alles mit der normalen Nähmaschine genäht werden kann. Was mir jetzt noch einfällt, ist, wer eine der Hevenhosen aus sehr, sehr festem Sweat nähen möchte. Es gibt ja manchmal so recht steife, dicke Sweats, die kaum Elastan enthalten und nicht so richtig dehnbar sind. Dem würde ich fast empfehlen, eine Nummer größer zu nähen. Das hängt aber wirklich sehr von der Statur ab und auch davon, wie ihr die Hose haben mögt. Prinzipiell muss man sich schon darüber im Klaren sein, dass die Damenvariante zum Beispiel schon eher naturnah, hätte ich jetzt beinahe gesagt, uiuiui, figurnah sitzt, ne? Also es ist von mir schon so konzipiert und gedacht, dass es halt eher eine schmale Hose ist. Eine eher engere Hose, die man zum Beispiel in der Nummer kleiner, vielleicht sogar mal aus Jersey, als Unterhosenersatz oder zum Schlafen oder wie auch immer nähen kann. Also so, dass man einfach mit einem Schnitt ein bisschen mehr Möglichkeiten hat, ne? Denn normale weite Jogginghosen, finde ich, gibt es schon sehr viele. Auch schmale gibt es auf dem Markt schon, aber noch nicht so viele. Und ich dachte, dass man mit so einem Schnitt jetzt für den Anfang vielleicht mal mehr anfangen kann. Denn es ist ja schon auch die erste Damenhose, die ich rausbringe und die erste Herrenhose. Für die Kinder gibt es ja schon den Waldemar, aber das ist ja noch wieder ein anderer Schnack, eine ganz andere Art von Hose. Okay, wie gesagt, jetzt nähen wir hier diese drei Teile oder zwei Teile, die sind ja schon verbunden, erstmal aufeinander. Und dann sehen wir uns hier gleich wieder. Okay, den kleinen Taschenbeutel habe ich jetzt angenäht. So sieht es von außen aus. Der Bündchenstreifen liegt jetzt zwischen den Teilen. So sieht es von der anderen Seite aus. Da ist er. Ich empfehle jetzt jedem, die Naht hier ein bisschen zu bügeln und von links, also von rechts, nicht von links, hier außen nochmal knappkantig abzusteppen. Das fällt nachher einfach schöner und sitzt besser, ne? Also diese beiden Tascheneingriffe nochmal abzusteppen. Das mache ich auch gleich. Trotzdem zeige ich euch jetzt schon mal, wie wir danach weitermachen. Und zwar kommt jetzt der sogenannte große Taschenbeutel auf den kleinen Taschenbeutel. Liegt dann hier so drauf. Und nur die beiden Taschenbeutel werden aufeinander gesteckt, fixiert, wie auch immer. Und dann hier der Linie lang nur diese Rundung hier zusammengenäht, ne? Auf der anderen Seite natürlich das Gleiche. Auch hier aufeinander nähen. Das mache ich jetzt mal eben. Ja, jetzt seht ihr, hier habe ich die Taschenbeutel zusammengenäht. So sieht es aus. So sieht es von rechts aus, also von der Vorderseite. Was man jetzt noch machen kann, ist, man kann
jetzt hier die Form der Tasche, also des Taschenbeutels. Ich fühle die hier durch, von außen auch nochmal mit einer Naht fixieren. Das hätte den Vorteil, dass die Tasche eben nicht so frei lose in der Hose rumbaumelt. Das geht auch, ist überhaupt kein Problem, aber wer das eben lieber mag oder vielleicht auch durch eine optische Naht gerne die Hose noch aufwerten möchte, kann das eben jetzt mit einer Cover oder auch mit einem normalen Zierstich oder einfach auch mit einem ganz einfachen Geradstich der Nähmaschine hier jetzt noch aufnähen. Ja, wie gesagt, ist kein Muss, kann man machen, muss man nicht machen. Ich mache das jetzt gleich noch, weil ich das einfach schöner finde, wenn die Taschen, wie gesagt, innen nicht so locker rumbaumeln, sondern eben fixiert sind. Was man auch machen kann, wenn man zum Beispiel einen Geradstich nimmt oder so, man könnte von dieser Seite nähen, ja, weil man dann nicht durchfühlen muss. Eigentlich näht man ja immer von rechts, also auf der rechten Stoffseite, aber das wäre noch so ein kleiner Trick, dass man eben von hier näht, dann sieht man, die, wo man lang nähen muss. Hier muss man ja langsam nähen, weil man das fühlen muss. Geht aber auch. Gut, das kommt als nächstes. Das mache ich jetzt nochmal eben schnell. Und dann, das zeige ich euch nicht, wie ich die Taschen aufnähe, aber hier habe ich leider ein bisschen gepatzt. Da muss ich mir überlegen, ob ich da gleich noch irgendwie ein kleines Stück Webband oder irgendwas drauf mache. Oder später einfach einen Knopf zur Zierde oder so. Sieht da jetzt nicht so hübsch aus. Als nächstes, der nächste Schritt ist dann, das Vorderhose und Hinterhose verbunden werden. Also aneinander genäht. Und dazu kommen immer die langen Seiten aneinander. Also hier die Außenbeinnähte, hier wäre das die Innenbeinnaht, hier die Außenbeinnaht. Ne? Hier kommen die aufeinander. Was hierbei wichtig ist, ist, oder nicht unbedingt wichtig, aber was ich noch erwähnen wollte, hier könnte man jetzt auch noch eine Paspel einsetzen. Ne? Dann hätte man auf der Außenseite der Beine da nochmal einen Hingucker. Ich hatte jetzt leider keine blaue, ich hätte gerne blaue gehabt, ich hatte nur grau, aber grau setzt sich ja jetzt auf grau nicht so wirklich ab. Ne? Ich steppe mal eben die Taschenbeutel noch auf und dann zeige ich euch das nochmal genau mit dem Zusammenstecken der Hosenbeine. So, jetzt bin ich soweit, jetzt kann ich euch das zeigen. Welche Seite du auf welche klappst, ist egal, Hauptsache rechts auf rechts. Da helfen euch dann auch wieder die Passzeichen. Da sind auch einige Passzeichen im Schnitt eingezeichnet. Hier müsst ihr natürlich aufpassen, dass alle Lagen aufeinander liegen, die Taschen. Ne? Da sind es ja mehr Lagen, dass ihr das nachher beim Zusammennähen auch mitfasst. Und die Tasche da nicht aus Versehen rausrutscht oder so. Schön bündig rechts auf rechts. So, eine Seite und bei der anderen genauso. Auch hier wieder aufpassen, dass die Lagen der Tasche auch alle aufeinander liegen. Et voilà! Also diese beiden Nähte mache ich dann jetzt. Wie gesagt, da machen sich eben auch Paspeln gut. Die Paspel würde man dann jetzt einfach dazwischen legen und wer einen Paspelfuß hat, das dann damit annähen. Oder aber, was man auch machen kann, ist die Paspeln erst auf eine der beiden Seiten zu nähen und dann diesen Schritt zu machen, wie man möchte. Ne? Bietet sich auf jeden Fall an, so eine Hose da mit Paspel halt zu nähen. Okay, dann sehen wir uns gleich hier wieder. So sieht das jetzt aus. Auch hier kann man jetzt noch die Nahtzugabe zu einer Seite klappen, also entweder ins Hinterhosenbein oder Vorderhosenbein, wie auch immer man das möchte, und das knappkantig absteppen, also die Nahtzugabe absteppen, verzichte ich jetzt drauf. Muss hier nicht sein, kann man aber wie gesagt machen.
Jetzt werden wir noch die Innenbeinnähte schließen. Dazu legen wir die Beine aufeinander ab der Schrittnaht. Die Hinterhose ist wie eigentlich bei allen Hosen breiter als die Vorderhose. Das garantiert nachher einen guten Sitz. Deswegen sieht das beim Nähen jetzt ein bisschen schief aus. Ne? Das sind also keine zwei Teile, die vorne und hinten gleich sind. Ja? So sieht es jetzt aus. Und das andere Bein auch nochmal. Ich glaube, ich habe meine Klammern an der Overlock liegen lassen. Muss ich gleich mal wieder mein Kästchen auffüllen. So. Okay, jetzt schließe ich dann also die beiden Innenbeinnähte. Ja, jetzt habe ich zwei einzelne fertige Hosenbeine. Jetzt mache ich Folgendes. Ich wende ein Hosenbein auf rechts. So sieht es jetzt aus. Wie gesagt, hier sieht man es nochmal. Vorderhose ist schmaler als Hinterhose. Kennt ihr aber sicher von anderen Schnittmustern auch schon. Und jetzt stecke ich das Hosenbein, was ich auf rechts schon gewendet habe, in das Hosenbein, was noch auf links hier rumliegt. Und zwar mit dem Beinende voran. Ziehe ich mir das hier rein und der Sinn dessen ist, dass hier die Schrittnähte aufeinandertreffen und geschlossen werden können, also verbunden werden können, damit aus zwei einzelnen Hosenbeinen eine Hose wird. Hier im Schritt lege ich die Nahtzugaben zu unterschiedlichen Seiten. Das hat den Vorteil, dass die Naht dann nachher nicht so dick ist und die Nähmaschine oder Overlock da besser drüber kommt. Wer auf Nummer sicher gehen möchte, dass die Passnähte sich hier hinten auch wirklich treffen, kann, bevor er die ganze komplette Naht in einem Zuge näht, nur diese Stelle hier kurz mit ein paar Stichen der Nähmaschine fixieren und dann überprüfen, ob es auch wirklich genau hinhaut. So mache ich das oft, weil es dann einfach garantiert, dass unter der Overlock nichts verrutscht. Ne? Das passiert nämlich manchmal und dann hat man da hinten eben keine Übereinstimmung und das, finde ich, sieht dann nicht so schön aus. So, ja. Hier seht ihr jetzt die sogenannte Schrittnaht und die nähe ich dann gleich. Und danach haben wir ja die Hose schon so gut wie fertig. Dann fehlt nur noch Saumbund und Bündchen bzw. Säumen der Hose. Also das Ende ist schon in Sicht. Tschakka, ich lege da mal los. Ja, so sieht das jetzt aus. Jetzt kann ich das Ganze wenden. Dazu hole ich mir die Hosenbeine raus. Und so sieht es jetzt aus. So sieht unsere Haven, Lady Haven oder Mr. Haven bis hierhin aus. Also man sieht eben schon die Hose, jetzt fehlen nur noch, wie gesagt, die Bündchen. Ich fange mal mit dem Saumbund an. Der Saumbund ist schon zugeschnitten. Auf dem Schnittteil dafür befinden sich Markierungen für die Ösen. Die habe ich mir hier eingezeichnet. Jetzt hat man mehrere Möglichkeiten. Entweder man nimmt so ein Stück Flieseline oder andere Verstärkung. Ich nehme immer gern Flieseline H250. Bügel mir das auf. Dann sieht man zugegebenermaßen die Markierung nicht mehr so gut, aber ich zeige euch gleich, wie man die sich nochmal neu markieren kann. Ist kein Problem. Doch, jetzt sehe ich gerade, ich sehe sie wieder durch. Das geht also auch. Natürlich auf die linke Stoffseite. Zusätzlich zu der Verstärkung, also der aufgebügelten Flieseline, kann man jetzt von außen zum Beispiel
Das ist jetzt Snap-Pep. Vierecke oder echtes Leder. Man kann auch einfach einen andersfarbigen Sweat oder sonst irgendwas aufnähen. Das dient im Prinzip zum einen der Optik und zum anderen natürlich praktischerweise auch, dass die Ösen nicht wieder rauskommen. Bei den Ösen habe ich folgenden Tipp für euch. Ich benutze Ösen von Prim. Und zwar habe ich jetzt die Millimeter nicht im Kopf, wie groß die sind, aber es ist auf jeden Fall die letzte Größe, die man noch mit der Prim-Vario-Zange anbringen kann. Das hat den Vorteil, dass man das nicht mit dem Hammer tun muss, a, die Ösen leichter eingebracht werden können und meiner Erfahrung nach auch wesentlich besser halten. Die großen Ösen sind nämlich oft bei mir wieder rausgekommen, trotz Verstärkung und allem. Ich kann das hier einmal kurz zeigen, da ist so Werkzeug dabei, also diese Adapter für die Prim-Vario-Zange. Dann brauchen wir eine spitze Schere. Uiuiui, da bin ich nicht vorbereitet. Da müsst ihr jetzt mal ganz kurz noch mal Geduld haben. So, da bin ich wieder. Jetzt mache ich mit der spitzen Schere zwei kleine Löcher, pieke ich mir hier rein. Dafür ist bei den Ösen auch ein Adapter für die Zange dabei, aber dann wird mir das immer zu groß. Deswegen nehme ich immer so eine kleine spitze Schere. Dann habe ich da jetzt so ein kleines Löchlein und da versuche ich, das dehnt sich ja ein bisschen, jetzt mal die Öse durchzustecken. So, meistens muss ich da mit der Schere dann noch ein bisschen nachhelfen und ganz bisschen was rausschneiden. Ich versuche das immer so gering wie möglich zu halten, was da rausgeschnitten wird. Einfach weil sich das als praktisch erwiesen hat, damit die Öse eben nachher wieder nicht rauskommt. So, da ist sie jetzt. Dann wird der Ring draufgelegt und da weiß ich meistens nicht mehr genau, wie rum. Deswegen bewahre ich immer die Anleitung auf, die dabei ist. Da kann ich dann noch mal gucken. Genau, so rum. Okay, jetzt habe ich das mir noch mal angeguckt. Und jetzt einmal kräftig drücken. Jetzt hängt das Werkzeug fest. Und dann ist die Öse drin. Und die kommt erfahrungsgemäß dann auch so nicht wieder raus. Also das hält dann schon sehr gut. Wie gesagt, wer da zusätzlich eben aus optischen oder praktischen Gründen auf der anderen Seite noch ein bisschen Sweat aufnehmen will oder Snap-Pep oder Leder oder wie auch immer, der kann das gerne tun. Das ist meistens nur ein Garant dafür, dass die Öse dann doch auch noch besser hält. Ne? Und optisch macht es ja auch schon was her. Damit kann man ja dann auch so eine Hose, die vielleicht nur aus einem Stoff ist, so wie diese auch noch ein bisschen aufwerten, wenn man das möchte. Ich habe jetzt gegen das Schlichte nichts, deswegen spare ich mir das in diesem Schritt. Aber ich habe es auch schon gemacht, also manchmal habe ich da auch Lust drauf oder finde das dann einfach hübscher. So, da sind wir ja flexibel. Wie ihr seht, das ist eigentlich kein Hexenwerk. Das geht wunderbar, ist auch schnell gemacht. Also da braucht ihr, wie gesagt, vor Ösen keine Angst haben. Die sitzt gut drin, die sitzt besser drin. Dann habe ich nicht doll genug gedrückt, während ich hier gequatscht habe. Dann machen wir das nochmal. So, ja, jetzt sitzt die bombenfest. Okay, jetzt seht ihr den vorbereiteten Bund. Als nächstes lege ich mir dann so den hier rechts auf rechts und schließe jetzt gleich an der Nähmaschine diese Kante, die offene. Und wenn ich eh schon an die Nähmaschine oder Overlock gehe, dann schließe ich auch gleich von meinen Beinbündchen die Kanten mit. Das hier sind die Beinbündchen, sie sind schon zugeschnitten, sie liegen schon rechts auf rechts und auch hier werden die langen seitlichen Kanten geschlossen. Ja, das mache ich jetzt einmal und dann sehen wir uns gleich hier wieder. Ja, jetzt habe ich die Bündchen alle zusammengenäht. Bauchbund. Oder auch Saumbund, wie auch immer. Die Nahtzugaben schön aufeinander legen. Das kann man auch nochmal bügeln, wenn man möchte, dass es da genau aufeinander liegt. Bügeln hilft bei fast allem. Ich bin da immer zu faul zu, aber es ist doch eine sehr gute Technik. Bei den
Beinbündchen rechts auf rechts, Klappen hochkant und dann wird das umgeklappt, sodass wir so einen kleinen Bündchenring haben. Wie gesagt, da habe ich euch ja am Anfang schon gesagt, bevor ihr die zusammennäht, die Bündchen, dass ihr da einfach nochmal guckt. Oder auch jetzt kann man das noch machen, dass man hier schaut, stimmt das Verhältnis. Ne? Es muss ja immer mal einiges kürzer sein, weil das Bündchen sich ja noch dehnt. Und hier stimmt das Verhältnis, sonst könnte man es jetzt notfalls noch ein bisschen kürzen. Okay, zu den Beinbündchen sei noch gesagt, dass man die Hose auch normal säumen kann. Für den Fall schneidet man die gesamte Beinlänge zu. Ich habe jetzt hier an der Schnittkante Bündchen zugeschnitten, plus 1 cm oder 0,75 Nahtzugabe natürlich, ja, weil ich ja dann noch das Bündchen annähe. Wer jetzt normal säumen wollen würde, würde jetzt einfach die von ihm zugegebene Saumzugabe nach innen klappen, also links auf links, einmal ringsrum und dann das Bein normal säumen, wie ich es immer nenne. Das ist für mich ein ganz normaler Saumabschluss. So, und dann wäre das Bein so. Ne? Ich habe ja jetzt die Bündchen. Die drehe ich mir jetzt so um, dass die offene Kante zu mir zeigt. Ich schiebe mir das immer so über die Hand und dann über das Hosenbein und zwar Naht auf Naht, also Innenbeinnaht auf Naht vom Bündchen. Das kann man natürlich wahlweise auch nach außen verschieben. Dann stecke ich mir das aufeinander, also ich dehne mir hier das Bündchen auf die Breite des Hosenbeins, so, und dann stecke ich mir das mit 2, 3 oder 4, je nachdem welches Modell ich auch nähe. Das ist ja jetzt ein Kindermodell, nicht allzu große Größe, da reichen 3, aber wenn man nachher so ein Herrenmodell oder ein Damenmodell hat, dann braucht man schon ein paar mehr, ne? Ist klar, einfach weil die Strecke größer ist. So. Was sich auch bewährt hat, ist Vierteln. Das heißt, man dehnt sich das jetzt hier auf und steckt immer erstmal da, wo die beiden Nähte sind. Und dann dazwischen den Rest nochmal. Ne? Das nennt man auch Vierteln. Das kann man auch oben beim Saumbund gut machen. Das zeige ich euch jetzt. Jetzt kommt der Saumbund dran. So soll er ja nachher quasi dran sein. Um ihn so hinzukriegen, müssten wir ihn jetzt einmal umdrehen, weil die Seite, wo jetzt die Ösen sind, ist ja die Seite, die nachher oben sein soll, also außen, ne? Nicht am Bauch, da nützt sie uns nichts. Außen ist besser. Und dann mache ich das Gleiche. Ich stecke mir das hier so rüber mit der offenen Kante und ich beginne das festzustecken hier hinten an der Hinterhose, die Naht des Bündchens auf die Naht der Hinterhose. Und vorne dienen mir da die Ösen als Anhaltspunkt. Wenn ich das nicht habe, muss ich mir vorher die Viertel sonst markieren hier, ne, am Bündchen. Das geht auch auf der Nahtzugabe. Aber jetzt habe ich ja hier die Ösen und da kann ich genau die Mitte nehmen. Vorausgesetzt, ich habe die ordentlich gearbeitet, die Ösen. Also gleich, jetzt ist es hier ein Millimeter. Moment, nicht ganz gerade. Jetzt verschiebe ich das nochmal. Habe ich einen Knick in der Linse? Ne, jetzt geht es. Okay, und dann hier auch nochmal die Viertel. So, die markiere ich mir immer nach Augenmaß. Und Moment. Ja, da. Und dann stecke ich das dann auf die beiden Seitennähte. Und die Zwischenstücke dazwischen kann man sich, wenn man das möchte, auch noch stecken, ne? Dabei dehnt man eben immer das Bündchen. Bei den Taschen müsst ihr aufpassen, dass wieder alle Teile aufeinander liegen. Wem das zu unsicher ist, der kann natürlich auch die Tasche, die jetzt hier oben an der Naht noch locker ist, auch einfach mit einem kleinen Geradstich auf der Nahtzugabe fixieren. Ich arbeite die Bündchen immer so, dass ich ein Bindeband einziehe, also vorher Ösen anbringe. Man kann das auch weglassen. Dann sollte man auf jeden Fall darauf achten, dass das Bündchen genug Zug hat, also auf keinen Fall zu weit ist, sonst rutscht einem die Hose nachher vom Poppes. Und was man auch noch machen kann, ist, man könnte ein Gummiband in diesen Bund einziehen. Das müsste man jetzt vor diesem Schritt erledigen.
Und zwar bietet sich da bei den Kindern zumindest so ein 4 cm breites Gummiband an. Bei den Damen und Herren habe ich das jetzt gar nicht nachgemessen, aber da gibt es ja alle möglichen Breiten und es hängt auch ein bisschen davon ab, wie ihr das bevorzugen würdet. 4 cm denke ich ist ganz gut. Habe ich jetzt nicht da, ich habe nur 3 cm, würde ich jetzt aber hier von der Breite auch einarbeiten. Das geht auch. Dann würde ich mir vorher das am besten am Kind selber ausmessen, wie viel ich brauche, ja, auch vom Zug. Gummibänder sind ja sehr unterschiedlich fest und haben sehr unterschiedlichen Zug. Manche sind da eher weicher und dehnbarer und manche sind da, haben da so einen sehr festen Zug. Und das kommt auch ein bisschen drauf an, nicht jedes Kind mag alles, ne? Also es gibt bestimmt auch Kinder, die sagen, nee, das ist mir dann zu fest, das drückt mir da so. Da müsst ihr so ein bisschen auch gucken, wie euer Kind so drauf ist oder wie ihr selber das auch gerne mögt. Ich würde mir jetzt hier jedenfalls was abmessen. Zuschneiden, das Gummiband hier an den Enden aufeinander nähen, sodass ich einen Ring habe und den dann, bevor ich das anstecke, hier reinlegen in. Und dann ist es natürlich etwas fummeliger, das Ganze, weil ich dann eben den Zug vom Gummiband zusätzlich zu dem Zug vom Bündchen noch habe. Da muss ich das dann halt noch mehr dehnen, ja. Aber das wäre auch noch eine Möglichkeit, dass ihr da ein Gummiband mit einarbeitet. So. Das wieder weg. Ja, so sieht es jetzt aus. Hier treffen jetzt 3 Lagen aufeinander. Einmal die offene Seite des Bündchens und eben der Hosensaum. Und hier unten ist es das gleiche in grün. Da ist es nur ein bisschen schmaler. Und diese Geschichten nähe ich jetzt jeweils ringsrum aufeinander. Und dann zeige ich euch gleich hier noch das Endergebnis. Bis gleich! Ja, so sieht die Hose jetzt fertig aus. Hier habe ich mir, wie gesagt, noch ein Knöpfchen angebracht, da konnte ich den Patzer mit der Naht noch retten. Man kann ja doch immer noch recht viel im Nachhinein ausbessern, wenn einem sowas mal passiert. Schöne Hose. Ich freue mich drauf, wenn mein Sohn sie tragen wird. Ich selbst habe mir auch schon ein paar genäht. Und auch für meinen Lebensgefährten gab es ein paar. Das ist wieder eins der Familienprojekte, die ich jetzt quasi gestartet habe, so wie auch schon ein paar andere Schnitte von mir, die es jetzt für die ganze Familie gibt. Als Tunnelband oder Zugband oder wie auch immer eignet sich alles Mögliche. Letztendlich ein einfaches Jerseyband geht. Es geht ein Baumwollband, wo man einen Kordelstopper dran macht. Und ich kaufe mir gerne diese fertigen Schnürsenkel. Die haben halt hier unten schon das Ende fertig, also schon schön, da muss man sich dann eben nicht mehr drum kümmern mit Kordelstoppern oder so. Meistens sind die für die Kinderhosen zu lang, deswegen habe ich die einfach durchgeschnitten und hier mit so einem Zickzack-Stich wieder zusammengenäht, auf die entsprechende Länge, wie ich sie mir wünsche. Und das ziehe ich jetzt mit Hilfe von so einer Sicherheitsnadel einfach nochmal eben durch. Kann man auch vorher machen, also bevor man den Bund annäht, als ich euch das erklärt habe, wie ihr das mit dem Gummizug gegebenenfalls machen könnt. Da hätte man ja jetzt auch schon das Ganze reinlegen können. Wäre natürlich einfacher gewesen. Ich weiß auch nicht, warum ich manchmal Dinge anders mache oder einfach da den aufwendigeren oder schwierigeren Weg gehe. Keine Ahnung. Ihr kennt das sicher auch, dass man Dinge, die man einmal gelernt hat, irgendwie immer wieder so macht. Ja, ich hoffe dennoch, dass ihr von diesen Videos, die ich euch hier mache, was habt. Das sind natürlich nur Laienvideos. Ich bin kein Profi und ich habe hier auch niemanden, der für mich die Kamera hält oder so, außer meinen Kameraständer, aber das ist ja kein lebendiges Wesen, also mein Stativ. Das heißt, ich mache das alles alleine und ich wollte im Prinzip damit immer nur bewirken, dass jetzt wirklich blutige Anfänger auch eine Chance haben, meine Schnitte zu nähen oder aber wenn man wirklich mal an irgendeiner Stelle gerade ein Knoten im Kopf hat, einfach mal schnell nachgucken kann und sagen, ach, so hat die das gemacht. Weil oft ist es ja durch Bilder auch nicht immer alles so zweifelsfrei zu erklären oder zu zeigen. Trotzdem bekomme ich manchmal Kommentare hier auf YouTube, dass das sehr verwirrend sei, was ich hier erkläre. Ja, das kann ich mir auch vorstellen. Ich rede auch gerne und schnell und ihr merkt ja, ich verspreche mich auch manchmal und so weiter und so fort. Aber wie gesagt, das sollte nie ein Profikanal werden. Das dient einfach eben nur
der Möglichkeit, dass man eben nochmal schnell nachguckt, wie hat sie das jetzt gemeint, oder eventuell gibt es auch ein paar von euch, die einfach lieber mit so einem Video arbeiten, als mit einer Anleitung mit Fotos. Ja, gut, ich hoffe, ihr konntet alles sehen, ihr habt verstanden, wie ich es gemeint habe, wie man diese Hosen nähen kann. Ich hoffe, sie werden euch gefallen. Das ist ja eigentlich letztendlich immer das, was am wichtigsten ist, dass man dann ein neues Kleidungsstück im Schrank hat oder eben im Schrank der Kinder oder auch zum Verschenken. Ich verschenke auch gerne selbstgenähte Sachen. Die Leute freuen sich doch immer sehr darüber. Ja, dann sind wir auch schon am Ende angelangt. Ich verabschiede mich, wie gesagt, diesmal ohne Gesicht. Die gesichtslose Maria von Mia Luna verabschiedet sich bis zum nächsten Nähvideo. Die nächsten Schnitte sind schon geplant und es gibt wieder was Nettes für den Sommer. Und es wird auch wieder ein kostenloses Freebook geben, so wie jeden Sommer von mir. Da dürft ihr gespannt sein und euch drauf freuen. Erstmal aber wünsche ich euch einen wunderschönen Frühling und bis ganz bald. Tschüss!